Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Im Visier-Reihe. Ihr wisst ja, die Im Visier-Reihe. Dort wird jedes Mal ein neues Game ins Visier genommen und ich schaue mir das an für euch, gebe euch einen ersten Einblick, erläutere die Pros und Kontras, was mir gefällt, was mir nicht so gefällt. Und heute nehmen wir ins Visier The Bindings of Isaac. Allerdings kann man dieses Game nicht einfach mit Fraps aufnehmen, wie ich es normalerweise tue, sondern man muss einen Screen Capturer verwenden. Da sogar Camtasia Studio dabei versagt hat, musste ich mir extra X-Split runterladen, mit dem man eigentlich Streams erstellt. Aber nichtsdestotrotz versuche ich jetzt das Ding zu starten und euch das Game zu zeigen. Und ich überlasse euch einfach mal dem Intro von The Bindings of Isaac, der die Geschichte erklärt, und gebe euch noch eine kleine Warnung. Es ist ziemlich verstörend. Also wenn ihr, ich weiß nicht, es ist so ein komischer Artstyle. Ich finde, es ist Kunst, aber es ist psychopathische Kunst, okay? Wenn ihr denkt, dass ihr damit nicht fertig werdet oder so, dann macht's aus. Ich starte mal das Game und schieb noch alles zurecht und dann legen wir los. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Okay, meine lieben Freunde, das war der Intro, The Bindings of Isaac. Ihr seht, eine ziemlich verstörende Geschichte. Es geht ein bisschen um Religion, übertriebenen Fanatismus und um eine Mutter, die eben ihren Sohn Isaac, opfern möchte. Und schon, wenn man hier das Game sich anguckt, das Menü, es ist ein Flash-Game, deshalb kann man es auch nicht mit Fraps aufnehmen, aber ich finde, es tut keinen Abbruch. Guckt euch mal diesen Artstyle an, mit dieser Fliege und mit diesen traurigen Zeichnungen da im Hintergrund und so weiter. Auch die Optionen. Es hat alles so seinen eigenen Touch. Es hat voll Charakter, meiner Meinung nach. Es ist wirklich, wirklich genial. Collection. Da gibt es die ganzen Gegenstände, die man finden kann während dem Spiel. Da komme ich später drauf. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
Wem übrigens der Artstyle aufgefallen ist, es hat Ähnlichkeit mit Super Meat Boy, mit den Charakteren, nur dass es nicht ganz so dunkel war. Das liegt daran, dass der Art Designer von Super Meat Boy hier an diesem Projekt eben maßgeblich beteiligt war. Ich glaube, es war sogar einer von zwei Programmierern. Es ist, glaube ich, ein Indie-Game, wo nur zwei Programmierer beteiligt waren. Aber ich könnte mich irren. Nichtsdestotrotz, Charakterauswahl. Am Anfang hat man nur Isaac. Aber wie gesagt, ist eins meiner absoluten Lieblingsgames. Deshalb habe ich schon ein bisschen gezockt. Und die Magdalena freigeschaltet. Cain ist immer noch locked. Judas sowieso. Eve habe ich freigeschaltet. Aber das ist alles nicht so wichtig. Man kann Charaktere eben freischalten, indem man spezielle Sachen macht, wie zum Beispiel 55 oder mehr Pennies in einem Durchgang zu finden. Dann schalten wir Cain frei. Judas weiß man nicht, wie er freigeschaltet wird. Eve wurde freigeschaltet, indem ich irgendwas gefunden hatte. Ich glaube, beide Gegenstände, die sie jetzt bei sich trägt. Und so weiter und so fort. Aber wir starten mit Isaac, ganz normal. Und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, mit was man es vergleichen könnte. Ihr seht schon, es ist ziemlich verrückt. Man spielt den nackten Isaac im Keller, Basement 1, unten links, der mit seinen Tränen schießt. Er heult die ganze Zeit und die Tränen sind seine Waffe. Dann seht ihr auf dem Boden im ersten Raum eures Dungeons immer, wie man sich bewegt, wie man schießt, wie man Bomben legt und wie man ein Item benutzt. Ihr seht oben die Anzeige ganz kurz. Oben links ist die Map des Dungeons, die Karte. Dann unsere Schlüssel, unsere Bomben und unsere Pennies, also Münzen, die Währung. Dann Arrows, was wir eben zum Schießen nehmen. Momentan sind es unsere Tränen und das wird es auch die meiste Zeit bleiben. Dann gibt es ein Item, das man mit der Leertaste benutzen kann. Allerdings hat man da noch keins am Anfang, das muss man finden. Und das kann man auch nur einmal benutzen, dann muss ich diese Energiebalken wieder aufladen und erst dann kann man es wieder benutzen. Also man kann nicht die ganze Zeit dann das Item spammen, das geht nicht. Und man hat hier natürlich sein Leben. Drei Herzchen, wie bei The Legend of Zelda, A Link to the Past. Wenn diese drei Herzchen weg sind, ist man tot und muss das Spiel von vorne beginnen. Man kann nicht zwischenspeichern, man kann nicht speichern, es gibt kein Quicksave. Es gibt in diesem Spiel 5 oder 6 Level. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es sind 5 und das 6. Level ist dann der Endboss. Die Mutter. Und man muss hinkommen, ohne zu sterben. Also das bringt auch eine Schwierigkeit mit sich. Deshalb ist das Leben wirklich eins der höchsten Güter in diesem Spiel. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Man kommt eben hier ins Basement, in den Keller und kämpft sich seinen Weg von Stockwerk zu Stockwerk. Ähnlich wie damals in Diablo 1. Dann ist man, da ist man ja auch in einem Dungeon unter die Kirche und ist dann immer weiter runter bis ins 16. Stockwerk. So, es ist wieder eine kleine Parallele zu The Legend of Zelda, A Link to the Past. Und zwar, man geht immer so durch diese Räume hier. Ihr kennt das wie bei den Dungeons früher, bei Legend of Zelda, wenn ihr es gezockt habt. Und man kann jetzt hier die Felsen sprengen mit einer Bombe. Kann die Pennies einsammeln. Allerdings ist am Anfang eine Bombe sehr, sehr wertvoll, weil man ja eben nur eine davon hat. Und zwei Pennies ist mir ehrlich gesagt nicht wert, jetzt hier ein bisschen was aufzusprengen. Deshalb lasse ich die mal liegen. Von Pennies kann man sich später im Spiel ein paar Gegenstände kaufen. Und das gibt es auf so einem Marktplatz. Oh Gott. Ich hasse diese Viecher. Schon im ersten Level vor allem. Ja. Also, ja. Nochmal zum Artstyle an sich. Ich finde den Artstyle genial. Ich liebe solche Spiele. Spiele, die nicht normal sind. Auch wenn es düster ist und manche würden sogar sagen, es ist krank, dass hier ein nacktes Kind durch den Keller rennt, irgendwelche Dämonenköpfe mit seinen Tränen abschießt. Ja, aber es macht Spaß. Fuck hell yeah, es macht Spaß. Man schießt ihnen den Kopf weg, sie laufen rum, das Blut sprudelt überall raus. Aber es ist immerhin in einer Cartoon-Grafik gehalten, es ist nicht auf Realismus abgezielt, überhaupt nicht. Oh, schon zwei Schlüssel, nicht schlecht. Von daher kann man, denke ich, da nichts dran aussetzen, dass es jetzt blutrünstig oder so sei. Es gehört einfach zu diesem Gefühl, das es erzeugen soll. Ein dunkles, verlorenes Gefühl. Auch die Musik. Total stimmig. Komm her, Bastard. Was wir jetzt unten am unteren Bildschirmrand sehen, ist die Tür zum Shop.
Ihr seht es auf der Minikarte. Da ist jetzt dieses Cent-Symbol. Da könnten wir jetzt einen Schlüssel benutzen und reingehen. Aber mit 2 Pennies können wir uns nichts kaufen. Das weiß ich eben schon. Deshalb gehen wir da jetzt gerade noch nicht rein. Das zeige ich euch dann später im Spiel. Und wir kaufen uns später dann vielleicht auch was. Und guckt euch die Gegner an. Die sind auch nicht dumm. Es geht immer einer unten rum, einer oben rum. Die nehmen nicht den kürzesten Weg, wie man vielleicht denken könnte. Sie versuchen wirklich manchmal einen einzukesseln. Und ihr seht, ich habe schon ein Herz verloren. Wir sind im ersten Level. Und die Herzchen wachsen auch nicht auf Bäumen. Also das Spiel hat schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Und genau das gefällt mir. Ich liebe solche Spiele. Ich habe das Spiel schon tausende Mal gespielt. Und bin erst 2-mal bis zu Mom gekommen. Und habe sie erst 1-mal besiegt. So, wir haben 4 Bomben. Das ist eine gute Investition. Holen wir uns schnell einen Schlüssel. So, der goldene Raum. Wie immer. Gibt es hier Loot im goldenen Raum. Das ist sozusagen die Schatzkammer. Gibt es in jedem Level. Allerdings nur im ersten Level ist sie nicht verschlossen. In jedem anderen Level ist sie verschlossen. Deshalb braucht man immer einen Schlüssel dafür. Wir haben jetzt was bekommen. Irgend so ein Buch. Und was auch den Reiz ausmacht an diesem Spiel. Man weiß nicht genau, was dieses Buch bewirkt. Es gibt über 100 verschiedene Items. 100 Stück, mehr. Man kriegt ab und zu mal dieselben, die man schon kennt, aber dieses Buch hatte ich, glaube ich, noch nie und ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich es auslöse. Deshalb löse ich es eigentlich immer gern unterwegs mal aus im Level, um zu gucken, ob ich das beim Boss brauchen kann. Aber wir stehen jetzt schon direkt vor dem Boss, deshalb würde ich sagen, wir probieren es einfach mal beim Boss selbst aus. Oh, shit. Der ist hässlich. Nicht nur hässlich, ich meine, der ist schwer. Oh, was hat denn der gemacht? Oh, das Spawn fliegen. Oh, nein, 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 das Spawn fliegen. Okay, jetzt wäre eine gute Zeit, dieses Buch zu benutzen. Mal gucken, was passiert. Ah, ich habe eine Bubble. Wie lange habe ich diese Bubble? Oh Gott, dieser Boss wird ewig... Oh nein, die Bubble verschwindet. Scheiße. Wir müssen aufpassen, wir haben nur noch 1,5 Herzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Ja, genau. Der hat immer 2 Fliegen am Start. Okay. Wenn wir außer Reichweite der Fliegen bleiben, dürfte er eigentlich gar nicht so schwer sein. Yes, komm mal her, Bastard. Komm, komm schon, Bastard. Habe ich dich in der Falle? Was machst du jetzt, ne? Ohne deine Fliegen, ne? Alleine kannst du... Oh Gott! Alleine kannst du gar nichts, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. Oh Gott, scheiße. Ah! Geh drauf, Bastard. Geh drauf. Yes, er geht drauf. Herzchen grabben. Und jetzt noch die Ads zerstören. Oh Gott im Himmel. Vor allem am Anfang, wenn man noch nicht wirklich Loot hat, sind die Bosskämpfe ziemlich... strapaziös, aber auch später werden sie nicht einfacher. So, wir kriegen wieder Loot, einen Gegenstand. Cube of Meat. Okay, das ist der Fleischwürfel, der um uns rumfliegt und natürlich eindeutig eine Anspielung ist auf Super Meat Boy. Zufällig weiß ich, was der macht, den hatte ich schon ein paar Mal. Einfach, wenn ein Gegner den berührt, dann richtet es wirklich sehr harten Schaden an. Ja, wie gesagt, ich liebe den Artstyle dieses Games. Was sind das bitte für Zwischensequenzen? Einfach nur krank, oder? Die Mutter schenkt ihm ein Geschenk mit Scheiße drin, wo die Fliegen drumherum fliegen. Einfach nur... Ich weiß nicht. Ein Schlüssel und eine Bombe. Nice. Abgecheckt. Okay. Hier sehen wir schon den Schatzraum von Level 2. Diesmal geht ein Schlüssel für drauf und wir bekommen... Oh Gott, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Max Head Damage ab. Oh Gott, guckt euch unsere Augen an. Und jetzt schießen ja noch größere Tränen. Das war wahrscheinlich mal sein Plüschtier oder sein Haustier. Ich weiß es nicht genau. Man kann auch die Feuer ausmachen. Das vernachlässige ich meistens, weil meistens droppen sie nichts. Ab und zu droppen sie mal einen Penny oder solche Sachen. Da gibt es noch eine Schatztruhe. Die holen wir uns natürlich. Also dieser Max-Head, dieser Kopf von unserem Kuscheltier, der bleibt permanent, bis wir sterben. Also der bleibt den ganzen Durchgang. Genauso wie das Zeug, was wir da oben eingesammelt haben. Ah ja, ihr seht, unsere Tränen sind jetzt viel dicker. So, was hier jetzt rumliegt? Eine Pille.
Es gibt zwei Arten von Gegenständen in diesem Game, Pillen und Tarotkarten. Wir haben jetzt eine Pille und ihr seht, wir wissen nicht, was sie macht. Es gibt Pillen, die ziehen dir sofort ein Herz ab. Es gibt aber auch Pillen, die machen dir welche dazu. Es gibt Pillen, die heißen explosiver Durchfall und man kackt die ganze Zeit Bomben hinter sich aus. Und ich weiß nicht, ich spiele nicht so gerne auf Risiko, deshalb werden wir diese Pille jetzt einfach benutzen und gucken, was passiert. Full Health! Nice! Hätten wir das gewusst, hätten wir es natürlich bei einem Boss benutzen können, aber das Risiko war zu hoch, wir haben es nicht gewusst, deshalb haben wir es ja einfach mal benutzt. Es ist mir schon sehr, sehr oft passiert, dass ich dann einfach beim Boss gestorben bin, nur weil ich nicht wusste, was eine blöde Pille oder Tarotkarte macht oder so. Deshalb gehe ich da einfach absolut kein Risiko mehr ein. Wenn wir jetzt nochmal so eine blau-weiße Pille finden, dann steht es oben rechts, wo gerade die Fragenzeichen gestanden sind, steht dann Full Health. Das heißt, nächstes Mal wissen wir, was die macht. Oh, das war knapp. Ja, und dieses Damage Up lohnt sich ganz schön hier. Da ist eine Tarotkarte. Strength, das hört sich doch gut an, nach Stärke oder so. Man weiß nicht genau, was es macht, auch wieder im Vorfeld. Aber, oh, Mini-Boss. Wir werden die Karte dann mal benutzen. Ihr seht, ein Bomberman-Boss-Style. Er schießt mit Bomben nach mir. Das ist als keine zu große Bedrohung. Wegbombe. Na. Mini-Bosse gibt es öfters mal im Spiel. Jetzt liegt da eine weiße Pille. Man kann immer nur Tarotkarte oder Pille bei sich tragen. Das heißt, ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme lieber mal die Tarotkarte mit. Und guck mal, vielleicht braucht man sie ja. Vielleicht setzen wir sie beim Boss ein. Oh, nice. Gibt aber fetten Loot. Wir setzen die Tarotkarte beim Boss ein, dann können wir nachher wieder, wenn wir ihn besiegt haben, raus und die Pille holen. Toll, noch eine Tarotkarte. Wollt ihr mich verarschen? 5 Bomben? Ja, dann holen wir das da oben auch noch. Bam, in your face. Ein Herzchen und eine Bombe. Also, zweiter Boss, zweites Level. Oh, wir haben noch einen Raum nicht erkundet, aber ist egal. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Gegen Monstro. Monstro kann gar nichts. Das ist der einfachste Boss im ganzen Game. Komm her, Monstro. Komm her, Buddy. Benutzen wir am besten gleich mal unsere Tarotkarte und gucken, was passiert. Strength. Sind wir größer geworden? Oh, wir haben ein Herz dazu gekriegt. Nice. Nice. Das wäre eins, was ich bemängeln würde. Ein negativer Aspekt. Man weiß manchmal nicht genau, was ein Gegenstand bringt. Oder was ein Tarot bringt. Was eine Pille bringt. Es steht manchmal nicht mal da, wenn man so einen Hauptgegenstand kriegt, wie eben dieses Buch, das wir vorher bekommen haben. So, Monster geht down. Und wir finden einen Kartoffelsack. Dafür bekommen wir nochmal ein Herzchen. Den habe ich auch schon oft bekommen. Den gibt es eigentlich ziemlich oft bei Bossen. Jetzt holen wir uns noch die andere Tarotkarte. Vielleicht ist nochmal Strength. The High Priestess. Oh, das war nichts Gutes, glaube ich. Ich glaube, da kommt Mom, die Mutter, und tötet einen. Was hier jetzt gerade noch erschienen ist, das eine Herzchen war nicht permanent. Guck, jetzt haben wir wieder nur 4. Okay, gut zu wissen. Es gibt so einen Raum, in dem man so teuflische Deals abschließen kann. Der erscheint manchmal, wenn man einen Boss besiegt hat. Und man kann hier 2 seiner Herzchen eintauschen gegen einen mächtigen Gegenstand. Allerdings habe ich aus Erfahrung gelernt, dass es sich meistens nicht lohnt. Es sei denn, man hat wirklich nur Crap gekriegt bisher. Aber wir haben ja dieses Damage abbekommen. Wir haben hier den Fleischwürfel. Wir haben eben dieses komische Buch. Was hat das jetzt vorher gemacht? Ah ja, eine Bubble. Von daher, ich will jetzt gerade die Tarotkarte einsetzen. Ja, das habe ich mir gedacht. Wenn man da stehen bleibt, dann stirbt man. Das war übrigens der Fuß von Mom. Gegen den kämpft man auch im letzten Boss. Im letzten Level. Jetzt holen wir uns gerade noch die Pille. Pills here. Keine Ahnung, was die bringt. Wir nehmen sie mal mit. Und dann gehen wir in Level 3. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal so weit, wie wir kommen. Spätestens in Level 5 ist dann eh Schluss. Oh, kommen mir irgendwie bekannt vor. Okay, weiter geht's. Das sind auch welche der lächerlichsten Gegner. Oh, Schlüssel, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, weil das Ganze hier random generiert wird,
gibt es manchmal solche unlogischen Situationen. Man bräuchte jetzt einen Gegenstand, das ist so ein Magnet, der zieht die anderen Items an. Aber leider haben wir den nicht. Aber was wir hier sehen, wenn man gut aufpasst, dass der eine Stein eine andere Farbe hat als die anderen Steine. Und da gibt es meistens was ganz Tolles. Genau. Das sind, wie soll ich die beschreiben? Wie so Schildherzchen. Die hat man einmalig. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Aber solange man sie hat... Wahrscheinlich... Oh, nicht schlecht. Fuck, 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 fuck. Nicht ins Eck. Komm schon. Da. So triff ich ihn nicht. Ja, wenn ich noch was anderes bemängeln müsste in diesem Spiel, dann ist die unpräzise Steuerung. Man kann nicht wirklich irgendwo genau hinschießen. Guckt, also ich halte jetzt die Maustaste gedrückt und fahre mit der Maus irgendwo hin. Wenn ich hier nach links schieße, das geht nicht. Er kann immer nur oben, unten, links, rechts schießen. Er kann nicht diagonal schießen. Und das ist ziemlich, ziemlich, ja, bescheuert eigentlich. Aber es macht auch was aus natürlich. Deshalb sind die Level so schwer hier, weil man immer nur dann in eine Richtung schießen kann. Unten ist eine Arena. Wenn man da reingeht, spawnen 3 Gegnerwellen. Wenn man sie besiegt, kriegt man mal eine Schatztruhe. Allerdings lohnt sich das halt auch nicht wirklich. Da verliert man mehr Leben, wie das man hinterher rauskriegt. Die Gegner hier reagieren auf Annäherung. Wenn man näher kommt, dann gucken sie kurz hoch und schießen. So sind sie nicht verwundbar, erst wenn sie oben sind. Oh, eine andere Pille. Lol. Ich habe keine Ahnung, was die alle bringen. Nehmen wir sie mal mit. Diese Gegner hier, die sind ganz lustig. Die kann man von vorne nicht besiegen. Da muss man immer so ein bisschen tricksen und um sie rumlaufen und von hinten aufs Gehirn ballern. Oh, komm schon, Bro. Pille. Bombs Archie. Bringt nichts. Da habe ich eine Bombe verschwendet. Toll, danke. Stirb jetzt, du bastardiger Bastard, echt. Okay, da unten ist der Boss, oben ist der Shop. Brauchen wir beides nicht. Noch nicht. Erstmal wollen wir den Schatzraum finden von Level 3. Ah, das hat getan. Da geht er down. Was bekommen wir diesmal? Eine Zitrone. Lemon. Ach nee, okay, das ist ein Kack. Das ist so ein. Wenn man das benutzt, das macht so eine gelbe Pfütze von Limonsaft auf dem Boden. Und wenn man da reinläuft, gibt es Schaden. Auch am Gegner. Deshalb nehmen wir lieber wieder das Book of Shadows. Oh Gott, ich konnte mich gerade nicht bewegen. Ja, die Scheißhaufen, die hier übrigens rumstehen, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Die kann man auch blätten. Manchmal gibt es da drin auch einen Penny oder eine Bombe oder einen Schlüssel oder so. Aber meistens vernachlässige ich das auch. Brauche ich nicht wirklich. Da wir jetzt in dem Level schon den Schatzraum gefunden haben, erkunde ich jetzt nicht den Rest, sondern gehe direkt zum Boss, weil wir sind ziemlich gut ausgerüstet und haben gute Chancen. Wir haben noch eine Pille. Wir kämpfen gegen Chubb. Chubb ist eine Psycho-Kamikaze-Larve. Und ich bin direkt reingerannt. So, jetzt haben wir die Situation, dass wir eine Pille haben und nicht wissen, was sie bringt. Und wir befinden uns bei einem Bosskampf. Ich setze jetzt einfach mal ein. Passiert. Range up. Okay. Unsere Reichweite hat sich erhöht. Was bei diesem Bosskampf gar nicht mal so schlecht ist. Wenn wir Chubb auf Distanz halten wollen. Und seine nervigen kleinen Helfer freuen. Komm her, Chubb, Bro. Achso, ja. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ich Idiot. Man kann Chubb, wenn er einem uncharged eine Bombe hinlegt. Oh, gerade noch Shield benutzt. Aber ich habe nur noch eine Bombe. Und die hätte ich gerne fürs nächste Level. Da versuchen wir es einfach mal so. Komm her, Chubb. Oh, kleine Larven. Bam, 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 in your face. Yeah, and I get it down. Nur noch die kleinen Bastarde hier. Komm schon. Lebt noch. Oh Gott, wie wir aussehen inzwischen. Richtig psychopathisch. Okay. Der Gürtel gibt, glaube ich, auch ein permanentes Range-Up. Speed-Up! Nice. Ach so, Movement-Speed. Oh, ja. Gleich viel schneller. Geil!
Da oben seht ihr übrigens, wie viele Level es gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, das werden jedes Mal mehr, wenn man es durchgespielt hat, oder was? Wirklich? Das wusste ich auch nicht. Also, ich bin mir ganz sicher, dass es letztes Mal keine 7 war. Ganz, ganz sicher. Hundertprozentig sicher. Geil, hier gibt's ja gar nichts. Hauptsache, Schlüssel abgestaubt. Ah, da kann ich nicht durchschießen, das ist ja auch nicht knackig. Komm dann, Sweet Spot? Nein? Also diese hässlichen Viecher, die spucken übrigens die ganze Zeit Fliegen aus, nur kriege ich die gleich, weil ich eben direkt in ihre Fresse knall. Aber manchmal sind die echt lästig, wenn die mit ganz vielen auftauchen. Wegfliege. Ich brauche das hier. Nein! Ja, erwischt. Okay, da gibt es theoretisch einen Schlüssel und ein Herz. Wir könnten diesen Stein hier wegsprengen, der fliegt dann auf das Loch und dann könnten wir drüber laufen, um das einzusammeln. Aber wir brauchen es nicht so dringend und würden hier nur Leben verlieren. Deshalb lassen wir das mal. Oh, fuck. Das sind Zombie-Dinger. Wenn man die zerstört, dann zerfallen sie zu so einem Häufchen. Und wenn man dann das Häufchen nicht zerstört, dann stehen sie wieder auf. In diesem Fall noch... Oh, nett. Noch relativ harmlos in späteren Level, wenn sie zu 5, zu 6 kommen, absolut tödlich. Oh Gott, wie ist denn der da eingebettet? Die sind ja alle so eingebettet. Das ist ja bescheuert. Mit Stacheln noch, wie soll das funktionieren? Hey Bro. Oh, fuck. Das hat uns jetzt ein Herzchen gekostet. Ja, jetzt kommst du da auf einmal, oder was? So. Nein. Muss ich weiter weg? So. Oh Gott, er lebt und lebt und lebt. Okay, one down. Two more to go. Habe ich noch eine Bombe? Aha! Wir haben unser Schild ready. Das Schild ist wirklich pervers gut. Yes, abgecheckt. Perfektes Item für diese Situation. Oh, drei Zombies. Immer noch kein Problem, vor allem da wir so viel Schaden machen. Komm schon, wenigstens einen. Ja. Zweiten. Ja. Und ich auch noch. Und ein paar Scheißhäufchen. Und eine Schatztruhe. Oh, manchmal sind auch so Fallen in der Schatztruhe. Da fliegen dann explodierende Bomben raus. Muss man aufpassen. Nicht einfach sich freuen. Ja, Loot, Loot. Und dann... in your face und dann ist man tot. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, im Himmel. Oh Gott, ich hatte nicht mal einen Raum davon. Habe ich schon ein Herzchen verloren? Ich habe nicht aufgepasst. Das war viel zu hektisch. Oh Gott. Oh, selber Raum. Passiert manchmal, dass wenn das Dungeon generiert wird, dass es zweimal denselben Raum gibt. Selben Gegnern und so weiter. Ey, was ist hier los? Go away, Bully. Oh nein, 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 die schießen. Ja, die schießen horizontal und vertikal. Also genau so wie Isaac selbst auch. Deshalb muss man verdammt aufpassen, wenn man die Viecher erledigen will. Okay, da ist der Boss. Wir haben aber noch nicht die Schatzkammer gefunden. Und ohne Schatzkammer gehe ich nicht zum Boss. Oh, oh, oh Gott, das ist der schnelle Fuchs. Komm her, du Bastard. Komm her. Zum Glück machen unsere Kugeln so viel Damage, dass der zurückgeschleudert wird. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen bei einem Boss. Oh, oh, eine Spritze. Die Spritze ist, glaube ich, gut. The Virus Poison Touch. Gott, wie wir aussehen. Total psycho. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt noch Giftschaden. Oh Gott, und wir haben wieder irgendeine Pille gekriegt. Das ist nie gut. Irgendeine Pille. Ah, da gibt's ein Herz. Pille benutzen. Bad Gas. Okay, was hat das jetzt gebracht? Nix. Sind wir vergiftet oder so? Keine Ahnung. Aber wir haben den Schatzraum immer noch nicht gefunden. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Da kann ja nicht mehr
muss irgendwo anders sein, wieder hin. Oh Gott, jetzt wäre ich beinahe auf die Stacheln gerannt. Komm schon, Schatzraum. What the fuck is going on? Komm schon. Nervöser Drogenschleim auf Speed? Was geht denn hier? Herzchen, das ist wirklich ein guter Run bis jetzt. Zum Glück habe ich so lange aufgenommen. Oh. Stirb. Gott, aber oben ist ein Schwarzer. Nichts, dass ich was gegen Schwarze hätte. Aber sobald hier ein Gegner eine andere Farbe hat, ist das so wie so ein Elite-Gegner. Ihr seht auch seine Schüsse. Sind 10-mal so dick und er schießt öfter? Ne, er schießt nicht öfter. Oh, doch, er schießt öfter. Ja klar, jetzt ist da eine Schatzruhe. Wie soll ich denn da wieder hinkommen? Roffelol, Zonf. Ach, die kann ich auch so. Okay. Hi, Bro. Den habe ich gut verarscht. Ah, den kriegen wir auch so. Haben wir die Range dafür? Komm schon. Ja, haben wir. Ach, kommt. Echt jetzt? Really? Wo ist die Schatzkammer? Oh, schon wieder der Raum. Es geht ab. Explodiert TNT. Oh, das ist auch wieder ein Elite. Gut, ich bin in den Schuss reingerannt. Ich depp. Komm schon, Elite. Go away. Der wohl Elite. Nein, der normale trifft mich noch. Was kriege ich dafür? Sieht aus wie Lauch oder eine Zwiebel oder so. Was bringst du mir? Tears up. Yes, guckt euch das an. Klar. Von der Zwiebel müssen wir weinen. Passt. Boah, wir sind fast unbesiegbar jetzt, meine lieben Freunde. Also, auf zum Boss. Es gibt noch so ein Item, wo man so ein Vampir-Berührung kriegt. Das heißt, wenn man Leute mit den Tränen trifft, dann wird ab und zu das Leben aufgefüllt. Das ist auch echt nützlich. Und dann gibt es noch, wo die Gegner verlangsamt, so froscht. Und wo die Gegner vergiftet und solche Sachen. Also, es gibt wirklich, ja, wie vorher schon gesagt, über 100 verschiedene Items. Gegen wen treten wir an? Oh nein, gegen den verliere ich immer. Könnt ihr euch darauf einstellen, dass das Let's Play, das im Visier-Video gleich vorbei ist. Erstmal müssen wir die Ads ausschalten. Er spawnt hier diese roten Dinger. Ich weiß nicht genau, was das sind. Er spawnt immer zwei von ihnen. Und dann spawnt er Fliegen. Und dann schießt er. Sobald er anfängt zu schießen, aktivieren wir unseren Schild. Und sitzen die Sache aus. Oh, fuck. Gott, wie viel fucking Fliegen spawnen wir eigentlich? Geht drauf, Mann, geht drauf. Habe ich noch eine Pille? Ja, hier oben geht hinter ihm durch. Er fängt nicht an zu schießen. Das ist gut. Weil normalerweise, wenn er schießt, dann trifft er mich. Lol, wie wir ihn weggepumpt haben. Go, wake ready. Du kannst gar nichts. Gar nichts, Mann, Bro. Gott, wie oft ich bei dem schon gestorben bin. Aber der hat es echt irgendwie, ich weiß nicht, umgebackt. Oder was war da los? Okay. Wir kriegen ein Plastikherzen. Was ist das? Breakfast. HP ab. Jawohl, wieder mehr Leben. Oh, geil. Leute, mit euch kommt man echt richtig weit. Nur noch 1, 2, 3. Oh, oh. Die Tiefen. Jetzt geht's ab, meine lieben Freunde. Jetzt geht's ab. Seid ihr bereit zu sterben? Mit mir? Seid ihr bereit, mit Moon Boon in den Tod zu gehen? Oh, wir kommen hier schon nicht mehr raus. Ich hab's verkackt. Oh Gott im Himmel. Zum Glück haben wir genug Speed. Oh. Nice. Einfach mal ein paar Pennies zur Abwechslung. Okay, hier wieder die Gehirnkinder. Komm her, Gehirnkinder. Komm her, Gehirnkind. Komm. Oh. Oh Gott, Gehirnkind, geh weg. Oh, Gehirnkind, überall. Die verfolgen manchmal, verfolgen sie einen auch, dann werden sie so schnell. Das ist wirklich, wirklich tricky. Oh Gott, wie soll man denn auf dem engen Raum... Man kann halt auch einfach eine Bombe hinlegen. Oh, das hat gerade schon mal geklappt. Komm her, komm, komm, komm. Komm. Oh, oh nein, er hat mich erwischt. Fuck.
Scheiße. Das war so nicht beabsichtigt. Was seid ihr? Okay. Das sind die einfachsten Gegner, glaube ich, im ganzen Spiel. Die laufen immer am Graben entlang oder an der Wand, wenn sie an der Außenwand spawnen oder so. Also, bei denen muss man wirklich keinerlei Panik haben. Es sei denn, man muss sich in dem Raum noch bewegen. Dann wird es natürlich tricky. So, dafür gibt es ein Herz. Oh, da ist der Boss. Boss gehen wir noch nicht. Schatzraum. Schatzraum. Die Dungeons werden übrigens auch immer größer, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Oh, fuck. Hier muss man immer in Bewegung bleiben. Diese Viecher springen in die Luft und kommen an der Position runter, wo man zuletzt gestanden hat, als sie hochgesprungen sind. Deshalb immer in Bewegung bleiben. Immer. So, jetzt haben wir schon keine Schutzherzchen mehr. What the fuck? Jetzt, dich habe ich. Nein, daneben. Hab ich dich? Nein, er dreht um. Ja, one down, four to go. Oh, und alle drehen sie um. Oh. Oh, oh Gott im Himmel. Oh, der war unberechenbar. So ein Wichser. Fuck you, Mann. Ich, oh, oh, nein, 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 nein. Oh Gott im Himmel. Ich verreck hier gleich noch auf meinem Stuhl. Ich hätte hier die Webcam einschalten sollen. Den Großen müssen wir jetzt mal angehen. Yes! Nur noch du, mein Freund. Ja, lauf mal weg. Erwischt. Okay, da ist... Jawohl, Herzchen gekriegt. Nice. PhD, wir werden Professor. Better Pills. Okay. Guckt euch mal an, wie wir aussehen. Einfach nur krank. Mehr sage ich dazu nicht. Okay, wir haben den Schatzraum, wir haben volles Leben. Ich würde sagen, wir gehen sofort zum Boss, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. Das Risiko besteht. Auch wenn ich gerne alles erkunden würde, es ist meistens besser, zum Boss zu gehen. Oh oh, Monstro 2. Kann der mehr? Oh, auf jeden Fall spawn ich direkt hinter ihm. Er springt genauso wie der... Oh. 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 Oh Gott, er spawnt irgendwie die Viecher. Ich komme überhaupt nicht durch, um ihn zu treffen hier. Ich mach mal ein Schild an. Bleib mal stehen. Oh Gott, er hat den Imba-Schuss drauf. Das Schild lässt nach. Das ist nicht so gut. Kann man noch bomben? Ja. Wir haben drei... Oh, scheiße. Fuck. Niemals diagonal zu ihm stehen. Ist das diagonal? Nee, jetzt nicht diagonal. Waagrecht. Da, macht das wieder. Jetzt hoch. Nicht springen, du Fucktier. Wenn wir das nächste Mal ganz hoch springen, legen wir eine Bombe. Das ist auch immer sehr effizient gegen ihn. Erwischt, du Sack. Komm schon. Geh drauf, Baby. Geh drauf. Geh drauf! Fuck you! Yeah! Gott, Leute, ich kann nicht glauben, wie weit ich mit euch komme. Aber was ist das? Tears up? Noch mehr? Also so langsam wird es ja pervers, wie schnell wir schießen können und Damage verursachen. Okay, weiter geht's. Was für ein geiler Run. Ich habe gedacht, das ist ja nach 20 Minuten vorbei oder so. Die Tiefen 2. Oh Gott, ich habe Angst. Ich will nicht weitergehen. Oh Gott, die Todesfliegen. Und in der Mitte die Steine, die schießen auf einen. Die sind auch nicht gerade lustig. Wenn die Fliegen explodieren, dann streuen sie so. Ein Schuss, habt ihr gerade gesehen. Also man muss sowieso immer in Bewegung bleiben, wegen den Steinen. Und man muss dann noch aufpassen, wo die Dinger explodieren. Und dass man es überhaupt mal dreht, erstmal. Yes! Sobald alle Gegner tot sind... Oh, ich höre nicht auf zu schießen. Oh, jetzt werden die Steine deaktiviert. So, wir haben eine Pille und wir haben den PhD. Was passiert? Range up. Hoffentlich permanent.
Nicht nur für den Raum, schon fast Verschwendung. Oh, der geht an der Außenwand. Wer noch? Da noch einer. Okay. Oh, ich Idiot. Das gibt's ja wohl nicht, oder? Oh, Moon Boon. Ohne Witz. Wie blöd kann ein Boon alleine sein? Was machst du da? Du gehst da unten rum. Da. Und was machst du? Gehst da unten rum. Okay, komm, 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 komm. Krieg ein Herzchen, bitte? Nein, ich krieg eine Pille. Was macht sie? Speed up. Oh, das bleibt so, wie es aussieht. Permanent. Wir sind brutal schnell. Obergeil. Yes. Oh, sind die neu? Na toll. Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Aufpassen, dass wir das da nicht auch noch aufschließen. Sag mal, wenigstens ein paar Münzen, kann ich euch das auch mal noch zeigen. Oh Gott, was sind denn das für abgegradete Superviecher hier? Oh! Shit, was geht ab, Mann? Fuck, der lässt überhaupt nicht mehr locker. Oh Gott, endlich. Du bist normal, oder? Oh, dreh da um. Da dreh da um, das gibt's ja nicht. Du drehst nicht um, ne? Du? Drehst du um? Du drehst um. Oh, fuck! Gib mir noch keine Schlüssel. Ich habe 5 Schlüssel. Gib mir Herzchen. Oh. Also. Was gibt's hier? Was bist du? Whore of Babylon. Curse up. Das war, glaube ich, auch nicht schlecht. Ich glaube, als man das gekriegt hat, hat man die andere Tusse freigeschaltet. Ich weiß nur nicht mehr, wie sie heißt. Magdalena. Wenn man jetzt da reingeht, kommen wir in den Shop. Und es gibt nur Crap. Es gibt eine Tarotkarte und es gibt diese Bibel. Ich weiß nicht mehr, was die Bibel bringt, aber ich meine im Hinterkopf zu haben, dass ich mit ihr nicht zufrieden war. Deshalb gehen wir mal weiter. Mal gucken, ob wir den nächsten Boss finden. Mit so wenig Leben haben wir allerdings wenig Chancen. Oh nein, die Todeskamikaze-Schleimdinger hier. Ich bin direkt in eins reingelaufen, Idiot. Sterbt. Nicht so nah. Oh nein. Oh Gott, von jetzt an geht's nur noch bergab. Was ist passiert? Oh Gott. Ich habe mich in irgendwas verwandelt, was ich nicht wollte. Eigentlich wollte ich mein Schild aktivieren. Pille! Wir haben noch einen halben Lebenspunkt. Wenn uns die Pille jetzt tötet... Ach, das ist eine Range-Up-Pille. Okay. Wir haben nur noch ein halbes Leben, Leute. Wir müssen auf jeden Fall gleich das Schild aktivieren, wenn wir da reingehen. Ey, sind wir jetzt für immer so? Oh, Schild down. Tarotkarte. Hm. Gab's da nicht eine für volles Leben? Das wäre jetzt nice. The Fool? Oh nein, was ist The Fool? Ich habe Angst, ich will nicht The Fool benutzen. Was gibt's da drin? Da oben gibt's was. Also diese Maschine hier, da kann man Herzchen in Pennies verwandeln. Was man bei ihm machen kann, weiß ich nicht genau. Habe ich noch nie gesehen. Und da gibt es, glaube ich, eine Chance, Leben zu kriegen. Komm schon. Spuck ein Herzchen aus. Spuck ein Herzchen aus. Eine Bombe. Was kann ich bei dir machen, Bro? Hoffentlich nichts, das mich tötet. Ja, klar. Oh, lol. Ja, klar, ich hab's gesehen, wo es war. Natürlich. Das machen wir jetzt noch hier. Das ist unsere einzige Chance, dass wir noch ein bisschen leben. Dass das Ding uns ein Herzchen ausspuckt. Wir brauchen das Geld sonst sowieso nicht mehr, wenn wir draufgehen. Von daher können wir es auch ausgeben. Komm schon, stirb. Wenn ich stirb. Es gibt mir einen Penny zurück.
Dämliche Maschine, gib mir ein Herz. Herz! Oh, es gibt 2 Pennys zurück. Herz! Okay, meine lieben Freunde, ihr seht also, Glücksspiel lohnt sich nicht. Oh, komm schon, bitte gib mir ein Herz, nur 1. Ich will nicht sterben, wenn ich in den nächsten Raum reingehe. Ah, fuck you, echt. Wir haben immer noch Q the Fool. Sollen wir ihn benutzen? Wir benutzen ihn. Oh, okay. Wir wurden irgendwo hingebeamt. Zum Glück haben wir den Raum schon geklärt, sonst wären wir jetzt tot. Ja, ich gehe davon aus, dass wir jetzt sterben im nächsten Raum. Deshalb mache ich eine kleine Zusammenfassung. Wirklich, ihr habt es gesehen, es macht mir Spaß. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsgames. Die Vielfalt an Gegenständen, die es gibt, und dadurch, dass das immer wieder neue Dungeons sind, neu generiert, macht das Spiel echt unglaublich wieder spielbar. Also man spielt es immer und immer wieder. Gerade wenn man mal, normalerweise braucht so ein Spiel nur 20 Minuten. Wenn man nur 20 Minuten Zeit hat, einfach schnell, ach, eine Runde Bindings of Isaac, mal gucken, vielleicht komme ich ja ein bisschen weiter als letztes Mal oder so. Und es ist einfach ein riesen geiler Spaß. Es ist ein Nervenkitzel bis zum Ende. Bad Gas. Ich glaube, das tötet mich. Ich benutze es nicht. Fliegen! Fliegen! Oh! Fliege hat mich getötet. Die Fliege ist einer der ersten Gegner im Spiel und sie hat mich getötet. Okay. Liebes Tagebuch, heute bin ich gestorben. Ich wurde von so einem Ding in einem dunklen Ort getötet. In einem dunklen Keller. Eine Fliege. Ich hinterlasse alles, was ich besitze, meiner Katze Kruppi. Nee, Guppi. Und guck mal, das sind die ganzen Items, die wir eingesammelt haben unterwegs. So viele. Cool stuff. Goodbye, cruel world, Isaac. Replay? Nein. Back to main menu. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im Visier, The Bindings of Isaac. Ein geniales Spiel, das man immer, immer wieder spielen kann. Ich glaube, es gibt so für rund 10 Euro auf Steam. Ich kann mich auch irren, vielleicht 2 oder 3 Euro mehr oder weniger. Aber eher mehr. So zwischen 10 und 15 Euro würde ich jetzt mal tippen. Ich habe es mir ja schon vor einer Weile gekauft. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, bitte bewertet das Video. Gebt mir bitte den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einfach, damit ich bekannter werde. Damit andere Leute sich das Video auch anschauen. Und schreibt Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Are you sure you want me to die? Ciao, ciao.